Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letzte Woche fanden Turniere statt beim WTT. Unter anderem das Jugendturnier in Berlin, wo ich einige wichtige Sachen hervorheben möchte. André Bertelsmeier, Josie Neumann, was ist da los? Aber auch zum WTT Champions in Chongqing, sag ich mal, oder Chongqing. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man es ausspricht. Da gab es ja wieder das große Turnier, wie in Frankfurt letztes Jahr, das Champions-Turnier. Da gab es einige wichtige Erkenntnisse und ich möchte jetzt über die deutschen Nationalspieler und Spielerinnen reden, aber auch einige Fakten noch herausstellen, die sehr interessant sind. Los geht's! Ja, was soll ich sagen? Fakt Nummer 1 ist, China ist ganz klar die Nummer 1. Das ist nicht nur so, weil in den jeweiligen Finals der Männer und Damen im Champions nur Chinesen da waren. Bei den Männern gewann Fan Shendong, der noch vor kurzem gegen Patrick Franziska verloren hat, 4:3 gegen Wong Chuqin. Und das beweist einfach, die beiden, die auch Olympiafahrer sind, sind einfach die Besten im Moment. Und Fan Shendong mit einer Leistungssteigerung, ja, brutal eng das Feld da oben zwischen den Chinesen, aber die beiden stechen nochmal hervor. Und sie haben sich ihre Teilnahme verdient. Und nur über die beiden geht es bei der Olympia-Vergabe des Titels. Und ich glaube einfach, dass ja, es schwierig ist, selbst in einem Spiel sie zu knacken. Es sei denn, sie sind krank. Bei den Damen ist ja die Übermacht der Chinesen noch viel, viel stärker da. Auch da war das Finale in chinesischer Hand. Und es gewann Sun Yingjia mit 4:3 gegen Wang Manyu. Also spannende Finals, aber es gibt noch einige Sachen zu berichten, außer dass China dominant ist. Zum Beispiel, Fakt 2, die deutschen Olympiateilnehmer haben eine Leistungssteigerung gezeigt. Ich habe ja sehr viel kritisiert, die Entscheidung, dass Patrick Franziska nicht mitgenommen wird. Das bleibt auch so, auch wenn er bei diesem Turnier der Mann mit der schwächsten Leistung war, hatte in der ersten Runde gegen Yang Woo-jin aus Südkorea verloren, der auch in einer blendenden Verfassung ist. Aber, was man auch sagen muss, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass Dang Xiu der stärkste Deutsche ist und ich bleibe dabei. Er ist vor allem der konstanteste Deutsche. Und das zeigt er auch wieder bei diesem Turnier. Er hat das Halbfinale erreicht. Dritter Platz bei so einem Turnier. Wow, Top-Leistung von Dang Xiu, trotz dieser langen Saison. In der ersten Runde wieder, da hat er immer so ein bisschen Probleme, habe ich das Gefühl, gewinnt er aber 2:3 oder 3:2 gegen Jack Kanak aus USA, der nach seiner Dopingsperre wieder dabei ist. In der Runde der letzten 16 gewinnt er eben gegen den Jiang Woo-jin, gegen den Patrick Franziska verloren hat. 3:1 mit 8:11 verliert er den ersten Satz, 9:6:7 gewinnt er danach, also eine sehr, sehr gute Leistung. Und dann ist etwas passiert, was ich den Deutschen im Moment nicht zutraue. Er gewinnt gegen Felix Lebrun mit 3:2, obwohl er die ersten beiden Sätze komplett verschläft mit 6:11, 3:11. Und dann dreht sich das Spiel komplett und er gewinnt die Oberhand und zeigt, wie gut er eigentlich ist. Und er zeigt das aber auch dann im Halbfinale, was er dann gegen Wang Chuqin verliert, der Nummer 1 der Welt. Er verliert den ersten Satz 5:5, gewinnt die nächsten beiden Sätze 8:9. Aber gestaltet weiterhin dieses Spiel sehr ausgeglichen mit 11:8 verloren, 11:5 verloren und 13:11 verloren. Also er lag vorne und hatte nochmal zwei Sätze, wo es extrem eng zuging. Und dann kommen wir jetzt mal zu meinem Kritikpunkt der Nominierung. Dmitri Ovtcharov, den ich ja als formschwächsten Deutschen fand. Zumindest bei diesem Turnier zeigte er eine Formsteigerung, was sehr, sehr wichtig ist für die deutsche Nationalmannschaft. Denn wir wissen ja aus dem Interview von Jörg Roskopf, dass er bei Dein gegeben hat, dass nichts geändert wird. Dass er ja auch kritisiert hat, Leute wie mich übrigens, dass ich sowas anspreche und dass es alles too much ist über Social Media, was da abgeht. Ich bin da anderer Meinung. Ich habe ja, kritisieren sollte möglich sein in Deutschland. Wir sind in einem demokratischen Land. Aber genauso muss man halt auch mal erwähnen, wenn es gut gelaufen ist. Und Ovtcharov hat ein gutes Turnier gespielt. Gewinnt in der Runde der letzten 32 gegen Shunsuke Togami 3:0, 11:4, 11:9, 11:9. Und dabei ist nicht zu verachten, dass Togami der zweite Einzelstarter aus Japan ist. Also es ist nicht irgendein Japaner, es ist Olympiateilnehmer.
und so gesehen einfach eine gute Leistung. Und auch danach verliert er knapp 3:2 gegen Hugo Calderano, obwohl er 2:0 führte. Sehr schade für Dimi, aber man muss halt auch sagen, dass Hugo Calderano auch ein enorm gutes Turnier gespielt hat und ins Halbfinale gekommen ist. Also Formsteigerung von ihm. Und ja, wir wissen ja auch, Timo Boll hat auch ein gutes Turnier gespielt. In der Runde der letzten 16 ist er dann gegen Felix Lebrun herausgeflogen, knapp mit 3:2, 12:10. Sein letztes Turnier auf asiatischem Boden, er wurde gefeiert. Wohlverdient, Timo Boll, aber es gilt natürlich auch für ihn, jetzt nicht nach der Nominierung nachzulassen und weiter Top-Leistungen zu zeigen, die wir von ihm brauchen als Olympiateilnehmer. Die Damen haben auch gespielt. Aus Deutschland hat sich nur Nina Mittelham qualifiziert bei dem Champions-Turnier und hat leider die erste Runde verloren mit 2:3 gegen Oravan Paranang. 8:11, 11:6, 7:11, 11:6, 8:11. Sehr schade, aber das zeigt für mich auch leider eine Sache Richtung Olympia, dass die deutschen Frauen eigentlich nichts mit der Medaillenvergabe zu tun haben. Schon gar nicht im Einzel, aber auch im Team sind sie eigentlich zu schwach. Denn wer kommt danach? Shan Xiaonan, die nicht mehr die Leistung zeigen kann, auch aufgrund ihres Alters, wie noch vor 10 Jahren, wo sie eine Top-10-Spielerin der Welt war. Und Han Ying wird sicherlich nicht 100% haben, auch wenn sie wieder trainiert, was eine sehr gute Nachricht ist. Aber ich traue ihr nicht zu, bis Olympia so in Form zu sein. Dafür war die Pause jetzt zu lang. Aber vielleicht als Teammitglied sollte sie eine gute Konstante sein, Richtung Viertelfinale erreichen. Aber das sollte das höchste der Gefühle sein für die deutschen Damen. Mein Wunsch wäre dann spätestens nach Olympia dann einen Generationswechsel zu vollziehen. Nina Mittelham sollte dann dranbleiben. Aber dann sollte eine Annette Kaufmann, auch eine Sabine Winter nochmal reinrutschen. Und man muss echt verjüngen bei den Damen. Wie seht ihr das? Also auch bei Männern wie bei den Damen. Ich halte viel von den Verjüngungen, weil es einfach die Zukunft ist. Man muss nicht immer jetzt gut sein. Okay, für Olympia gilt das. Aber erst 4 Jahre später ist wieder Olympia. Das ist dann der perfekte Zeitpunkt, eine neue Mannschaft über die Jahre aufzubauen. Annette Kaufmann steht in den Startlöchern. Aber auch einige jugendliche Spielerinnen, wozu wir jetzt kommen. Denn es fand auch der WTT Youth Contender in Berlin statt. Allen voran erstmal erwähnenswert bei der U11-Konkurrenz. Es gibt ja so viele Altersklassen bei den Turnieren. Der Name Joelle Rohaly gewinnt die U11-Konkurrenz, ist ein großes Talent aus Hessen, ein Abwehrspieler oder ein Allrounder, der meines Erachtens noch nicht wirklich reif spielt, aber tolle Leistung zeigt und, was ich sehr gut finde, eine tolle Körpersprache hat. Jeden Ball chorter und damit auf dem Level der Asiaten agiert, mit Körpersprache zu arbeiten. Wenn ihr genau noch wisst, vor einem Jahr habe ich ja die deutsche Jugend und auch die Trainerschaft auch ein bisschen kritisiert, aufgrund der schwachen Körpersprache und ja, da bleibe ich dabei, dass die Deutschen da noch ein bisschen mehr herausholen könnten, auf jeden Fall, auch im Jugendbereich. Allerdings, zum Beispiel der Joelle Rohaly hat eine super Top-Körpersprache und das ist der erste Schritt, um mit der großen, gewaltigen Konkurrenz aus Asien und ja, vielleicht auch bald aus Übersee, wer weiß das schon, mitzuhalten. Was ich sehr, sehr gut fand, zum Beispiel, und das ist André Bertelsmeier, zweite Bundesligaspieler, hat U19 in Berlin gespielt, in Köln, hat, glaube ich, eine 9:4 Bilanz, zweite Bundesliga oben gespielt, Top-Talent, hat auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Schauen wir mal auf die Ergebnisse. Hier sehen wir in der Gruppenphase unten gewinnt er 3:0 gegen Robert Poddar und 3:0 gegen Adam Smota. Schon sehr, sehr souverän. Runde letzten 32, 3:0 gegen Su Yulun. Achtelfinale 3:0 gegen Vit Kadlec, 11:5, 11:7, 11:6. In der Runde der letzten 8 verliert er 0:3 gegen Kazuki Yoshiyama. Aber nicht schlecht, meines Erachtens. Da war er sehr nah dran an einem Satzgewinn. Ich war ja live dabei, hat auch den dritten Satz hat er, glaube ich, 10:7 geführt. Hat leider nicht gereicht. Aber Yoshiyama ist die Jugendnummer 2 aus Japan hinter Sora Matsushima heißt er, glaube ich, genau. Der Top 30 mittlerweile der Welt ist und fast Wang Chuqin jetzt beim WTT Champions geschlagen hat. Und der ist einfach brutal, der Yoshiyama. Also der steht bei jedem Ball auf Tischhöhe mit dem Kopf. Der hat so eine Power, so eine Kraft. Er hat einfach gute
gute Ergebnisse, die da André Bertelsmeyer bringt und auch für mich jetzt relativ bald ein Kandidat für die Nationalmannschaft, Top 5, Top 6 ihn da einzubauen. Junger Mann, aktuell glaube ich auch eigentlich der Einzige, der auf dem Niveau da richtig reinrutschen kann. Weiß nicht, wie gut Wim Verdonschot ist, von dem bekommt man nicht ganz so viel mit. Aber ja, André Bertelsmeyer ist super, finde ich gut. Was haltet ihr von ihm? Schreibt es mal in die Kommentare, was traut ihr ihm zu? Und er hat ja dann, ist ja dann im Anschluss noch zum Wochenende jetzt nach Tschechien gereist und da hat er das Turnier gewonnen. Und ja, die Zukunft sieht da zumindest ganz gut aus. Wenn wir nochmal zum Yoshiyama kommen, das war ja nicht der einzige Japaner und Fakt 4 ist einfach, die japanische Jugendarbeit ist unglaublich. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Schaut mal hier das Video, das ist die kleine Schwester von Sora Matsushima. Wahnsinn, oder? Was die schon drauf hat. Also die wird in 3 Jahren an auch schon bei den Profis sein. Ja, und die japanischen Talente sind immer sehr, sehr frühreif. Die Schwester von Harimoto, auch mit 15, 16 jetzt, im Olympiakader, im Team schon drin. Also Wahnsinn, wie schnell die immer reif sind. Und das Krasse ist, die haben ja sehr viele interne Duelle in Berlin gehabt und wenn die dann Satzpause hatten, haben sie sich beide gesetzt, erstmal ihre Kamera gestoppt, dann ihren riesen Ordner rausgeholt, das haben alle fotografiert, da mussten alle darüber schmunzeln und diszipliniert ihre Tipps oder ihre Taktiken durchgelesen, wie sie jetzt gegen diese Gegnerin spielen. Sehr professionell, muss ich sagen, da müssen wir uns alle noch eine Scheibe davon abschneiden. Und Fakt 5. Josie Neumann hat gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich war ja wieder bei dem Turnier, habe auch vieles verfolgt. Was ist auffällig bei Josie, 14 Jahre alt? Sie hat alles drauf, technisch, also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wenn sie einigermaßen ihr Mindset hat im Spiel, dann spielt sie echt gute Ballwechsel. Was fehlt ihr im Moment, ist ein bisschen Mentalität. Ich kann das nur von außen beurteilen, deswegen möchte ich da nicht zu tief reingehen. Sie hat Probleme, wenn sie gegen nominell Schwächere spielt. Ich glaube, sie macht sich selber A, zu viel Druck. Das sieht man dann immer an den Reaktionen. Wenn sie es so ein bisschen dann hängen lässt oder mal lachen muss, das ist eigentlich nur ein Selbstschutz. Da muss der DTB oder wer auch immer da verantwortlich ist, da mehr nachsteuern. Da sehe ich eine Notwendigkeit, Josie mental vorzubereiten, besser da reinzubekommen. Vielleicht muss man auch die Trainerin austauschen, die Bundestrainerin. Nicht, dass man sie jetzt kündigen muss, darauf will ich gar nicht hinaus, aber vielleicht braucht sie einen Coach. Wie bei Eastside, wenn Jessica Göbel, die ist ja sehr, sehr kräftig in der Stimme, da lässt sich Josie 0,0 so hängen und da hat sie auch, zeigt sie auch bessere Leistungen. Also ist immer sehr, sehr wichtig, auch ein Coach, weil es gibt stabile Spieler und Spielerinnen und nicht so stabile. Und Josie ist gerade nicht so stabil und braucht dann von außen mehr aktives Coaching, nehme ich an. Und ja, auch das Abwinken war dabei, weil sie gegen die Österreicherin verloren hat, die ja ganz kleiner Weltrangliste hinter sie ist, hinter ihr ist, sorry. Ja. Dabei sieht man aber bei Eastside die letzten Jahre, wie gut sie schon Leistungen in der Bundesliga in den Playoffs gezeigt hat und den Druck standhalten kann. Es geht alles also um das Thema Mindset und da muss nachgesteuert werden beim DTTB. Und dann wird auch Josie wieder auf bessere Ergebnisse kommen. Koharu Itagaki übrigens, die ja das Dream Double ist der Deutschen in Zukunft, also auch da wird sehr viel Druck aufgebaut übrigens medial, nicht nur mit dem Film von Josie bei der ARD oder Hessischen Rundfunk, sondern auch, ja, das wird natürlich werbungstechnisch sehr forciert, was auch gut ist, aber dann muss man sie auch unterstützen, wenn es mal zu viel ist und sie da mal ein bisschen rausnehmen. Sie hat den dritten Platz bei der U15 erreicht und sehr gut mitgehalten. Die ist natürlich ein bisschen ruhiger im Charakter und kann ein bisschen stabiler spielen. Josie hat aber, glaube ich, so ein bisschen nochmal mehr Spitzen nach oben. Aber ist deutlich weniger stabil als Itagaki im Moment. So, das waren meine Fakten. Wie seht ihr das? Habt ihr das ein bisschen verfolgt? Es geht ja bald sicherlich weiter. Es gibt ja beim WTT praktisch keine Pausen. Es gibt überall Turniere. Das ist auch immer ein Problem bei den jungen Jugendspielern, weil die noch viel trainieren sollten eigentlich.
weil es ja immer mehr Turniere gibt, wo man sich zeigen muss wegen der Weltrangliste. Meines Erachtens auch ein Problem. In dem Sinne, ciao.